Herzlich willkommen zu Schiffkos Music Talk, dem Podcast, in dem ich euch Musiker, Komponisten und Legenden vorstelle, die alle eines gemeinsam haben, nämlich die Verbundenheit zu einem Blasinstrument. Wir sprechen dabei nicht nur über Blasmusik, sondern über vieles mehr und ich freue mich, dass du dabei bist. Ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank fürs erneute Dabeisein bei einer weiteren Episode von Schiffkos Music Talk. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich mich beim Sponsor der heutigen Sendung bedanken. Großes Dankeschön ans gesamte Team vom Musikhaus Schagerl in Mank. Noch ein Hinweis in eigener Sache: Wie ihr vielleicht auf Social Media schon mitgekriegt habt, habe ich in den letzten Wochen und Monaten eine CD vorbereitet. Es wird jetzt eine CD kommen, Kapelle Schiffkowitz, mit lieben Musikerfreunden von mir. Thomas Gansch hat gespielt, wieder Christian, der Frieda von Blechhaufen, wieder Albert auf der Tuba, Stöger Dominik, Gunter Wolfgang. Die CD ist ab jetzt im Webshop unter www.schiffko.at erhältlich. Nun aber zu unserem heutigen Gast. Person, die ich schon lang im Kopf habe für meinen Podcast. Seinen Bruder habe ich ja vor einigen Jahren schon interviewt. Und jetzt kommen wir zum Mann hinter den Kulissen beim Musikhaus Schagerl. Der Bruder von Karl, nämlich der Robert Schagerl, wird uns heute ein bisschen Einblicke in sein Instrumentenbauer-Dasein geben und wie er zu dem Ganzen gekommen ist und so weiter. Ich freue mich irrsinnig, dass er sich Zeit genommen hat. Wir sitzen bei ihm da im Haus in Hörsdorf 32. Danke fürs Mitmachen. Lieber Robert Schagerl. Servus Thomas, grüß euch da draußen und im Internet oder was ich weiß, was das ist. Also. Robert, fangen wir ganz von vorne an. Du bist ja Trompeter. Also, du hast. Ich habe Trompeten gelernt, kann Instrument anspielen, aber ich habe kein. Also, das nie professionell verfolgt. Das als Jugendlicher habe ich in der Musikkapelle in Mainz auch mitgespielt, 2-3 Jahre lang. Mhm. Aber das war nicht so ganz meins. Ich bin eher für den Wald. Das habe ich schon mitgekriegt, du bist der Naturtyp, auf das werden wir nachher noch zu reden kommen. Wie ist es dann gekommen, dass du gesagt hast, okay, du interessierst dich für den Instrumentenbau oder du tust ja beim Musikhaus Schagerl die Instrumente bauen, entwickeln und so weiter. Du bist ja in der Werkstatt tätig. Wie war das bei dir? Naja, es war eine gewisse Notwendigkeit. Ich bin mit 23 Vater geworden. Mein Sohn, der Robert, ist da auf die Welt gekommen und da war es irgendwie notwendig, dass ich halt schaue, dass er auch Geld heimkommt. Mhm. Nicht? Und ja, und habe ich mich halt ein wenig mehr anstrengen müssen. Die Musik war immer allgegenwärtig bei euch, nicht? Und der Instrumentenbau ja, auch. Ja, das war halt durch das, dass, also wie ich noch ganz klar war, war das Geschäft, das Musikgeschäft im Haus, im Elternhaus, und dann ist halt irgendwann, ich glaube 1974, ob es ganz stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber haben die Eltern halt gesagt, sie bauen ein Geschäft, also ein Musikhaus, größer und halt neben dem Elternhaus, dass auch Ruhe ist im Haus. Und du hast die Lehre dann wo gemacht zum Blechblasinstrumenten? Ich habe Einzelhandelskaufmann gelernt, weil ja im elterlichen Betrieb ein anderer Lehrberuf nicht möglich war. Und dann als zweiten Bildungsweg war halt so die Zeit dazwischen, zwischen Ende der kaufmännischen Lehre und Beginn von den Musikinstrumenten erzeugen, sind halt ein paar Jahre vergangen. Und ja, wie gesagt, habe ich vorhin gesagt, was eigentlich der Hauptgrund für mich war, dass ich halt das mit dem Instrumentenbau probiert habe. Und ja, es hat mich halt angestrengt. Und es ist halt was entstanden. Ne? Wie alt warst du da? 23. Da hast du mit Instrumentenbau angefangen.
so kann man das in ungefähr, ja. Mhm. Das war halt in ganz in Anfang war halt das. Es waren ein bisschen Werkzeuge da zum Reparieren von Musikinstrumenten, also in dem Fall Blechblasinstrumente, aber es hat keine wirkliche Trabank oder dergleichen gegeben und so. Und dann habe ich halt eben im zweiten Bildungsweg das versucht mit Instrumentenbau und dann habe ich halt eine Trabank gekriegt und dann eine Fräsmaschine. Und halt diverse Werkzeuge, dass man eben auch tatsächlich ein Instrument bauen kann. Mhm. Also, und so ist halt über die, ja, dann habe ich halt die Masterprüfung gemacht. Das war ein paar Jahre später. In welchem Betrieb hast du dann aber gelernt? Ich habe in keinem Betrieb in dem Sinne gelernt. Okay. Ich bin halt. Learning by doing. Und dann war ich mal beim Ganter-Randl. Mhm. Wie soll ich sagen, dieses Handwerk zu erlernen im Sinne von der klassischen Ausbildung, hat mich auch nicht gereizt. Mhm. Also ich habe mich da eher mit Menschen aus der Region auseinandergesetzt, wie man Zerspannung und das lernt und habe halt dann versucht, eben Prozesse auf meine Art und Weise zu lösen. Ja, so sind auch zu vergleichen mit anderen Betrieben Methoden entstanden, die was halt vielleicht nicht ganz so im klassischen Instrumentenbau üblich waren, aber hat funktioniert und es ist halt dann immer durch diese, dass die Instrumente mehr gekauft worden sind, beziehungsweise auch in der Qualität halt besser worden sind, ist halt dann ein bisschen mehr Platz entstanden gekommen oder war halt notwendig und ja, es war halt in Anfang waren es ganz einfache Räumlichkeiten. Mhm. Also ich habe im selben Raum beizt, poliert, Bleigeschmolzen, das war halt schon eine wilde Geschichte, ja. Also mit Träg und ja, Gesundheit ist ja auch ein Thema in unserem Beruf, weil es ist sowieso auch Schwermetalle etc. Und ja, so ist halt das dann gewachsen und immer wieder mal ein Raum dazu gekommen und dann, ja, sind halt die Jahre vergangen und jetzt sind wir da. Aber ich glaube, das ist, also für mich ist das voll interessant, wenn es dein Zugang, das ist jetzt nicht die klassische Lehre, sondern du hast einfach, wie du vorher gesagt hast, viel bei Learning and Doing selber beigebracht, Trial and Error, und dann hat man einfach eine andere Perspektive von dem Ganzen, vom Instrumentenbau und wie man an Sachen herangeht. Ich kann mich nur erinnern, vor einem Jahr, wie ich da war, wie du mir bei meiner Schagelposaune die Quadventwicklung umgebaut hast, und da haben wir ein Bagel gebraucht, was jetzt nicht da war, und du nimmst ein Rädel und gehst da Blei rein und birgst das in alle Himmelsrichtungen und probierst das dreimal und das passt perfekt und das sitzt und funktioniert einwandfrei. Also für mich ist das so eine Mischung aus schlauer Fuchs und MacGyver. Ja, also ich bin total fasziniert. Ich hab eigentlich vor diese Handwerker, die was da, sagen wir jetzt als Zahl, einfach vor 100 Jahren die Instrumente gebaut haben und mit was für Mitteln, dass die da eigentlich schöne Instrumente gebaut haben und so. Das beeindruckt mich. Wir arbeiten ja heutzutage sehr viel mit Werkzeugen und Automatisierung. Und es war ja, ich glaube nicht, dass man jetzt, wenn wir jetzt Instrumenten bauen würden, so wie man es dazu mal eben vor bald 35 Jahren oder so gemacht haben, da wird man keine Leute finden. Mhm. Das waren wilde Umstände. Mhm. Und heutzutage alles mit den ganzen Reinigungsmitteln und Ultraschall und was da alles gibt, das ist ja da die Auflagen, was sind. Natürlich, das ist gut, dass es die Auflagen gibt. Es war eh alles so, wie es war, und jetzt ist es so. Und
das passt schon so. Mhm. Man muss sich halt also mit, als Instrumentenbauer nicht nur um diese Veränderungen der Halbwerkstoffe und so anpassen, sondern auch um die, wie gesagt, an die Zeit wie Sauberkeit und dass man halt eben so, wir sind zu, ich würde sagen, zu 99,5% bleifrei. Mhm. Also ist ganz selten im Prototypenbau oder sowas, oder wird, wie du vorher gesagt hast, das mit Bögel. Mhm. So kleine Geschichten, das ist fast nur mit Blei möglich, das ist mit anderen. Wir arbeiten heute unsere Verformungsprozesse, das ist alles nur mehr mit im Eis, also wir dann die Rohre füllen mit einer Seifenlösung und Birns. Mhm. Und das ist, hat jetzt ziemlich gut hin. Also das ist so in der Qualität haben wir es mit dem Blei nie hingekriegt. Mhm. Das ist, und so wie sich halt durch die, so wie der Geigenbauer mit seine Hützer kaum mehr kriegen wird, weil sie ja die, durch das, weil sie so viel verändert in der Umwelt. So ist ja auch mit unseren Halbwerkstoffe, beziehungsweise wir sind ja als Branche für die Industrie überhaupt nicht interessant. Mhm. Also die, was so Messingverarbeiter sind, die, was tonnenweise Messing für Schlüssel oder verarbeiten, für die tut die Industrie die Produkte quasi abstimmen und designen. Nicht? Also die Rezepturen für die. Ja, und wie gesagt, das ist halt, es werden auch immer wieder Sachen verboten, wie Cadmium oder was früher halt im Hartlot war. Ja, ja. So, also es verändert sich ständig was in der Branche, und es ist ja auch schon in Diskussion, hat man schon gehört, dass eventuell ein Nickelverbot kommt wegen Allergien etc. Nickel ist im Neisüber zum Beispiel Teil davon, und so gesehen auch das Bleiverbot ist in paar Drehqualitäten, hat man nach wie vor einen gewissen Bleianteil, dass man eine schöne Oberfläche bei der Zerspannung zusammenkriegt. Ist auch wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das verboten wird. Mhm. Und so muss man auch immer wieder die Sache, die Instrumente oder das anpassen an die heutige Zeit. Ihr macht ja irrsinnig viele Sachen selber im Betrieb. Ihr habt es auf CNC umgestellt vor einigen Jahren. Und wie hat das da funktioniert? Ich meine, dass man jetzt, man muss auch so eine Maschine dann bedienen können. Vorher gibt es die Handdrehbank, was kleine Sachen schnell einfach machst, was jetzt nicht eine große Menge brauchst. Und dann auf einmal auf CNC, ihr macht ja die Maschinen selber. Das lernen, und das ist ja ein Prozess. Ja, es ist, zum einen ist ja das alles auch, sind ja das alles genau beschriebene Prozesse. Man braucht ein räumliches Vorstellungsvermögen, weil ich mache eigentlich sehr viele Sachen aus dem Kopf wasser. Das ist einfach, oder nimm mal Schublade, zack, zack. Und ja, das habe ich schon mitgekriegt, wie du dir was auscheckst und schnell abmessst, und dann du drehst es im Kopf um die Ecken und weißt, hast schon eine genaue Vorstellung, wie das sein muss. Ja, oft ist es halt, dass ich, wenn man es mir nicht vorstellen kann, dann gehe ich eine Runde in den Wald und dann kann ich mir es vorstellen. Mhm. Also ein bisschen Geduld muss man auch haben. Und ja, wie gesagt, das ist. Es ist so, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt vor einer Herausforderung stehe, ist auf der Berg irrsinnig hoch, wenn du oben bist, denkst du, was war das? Ne? Ja. Also, das ist aber eh überall so, wenn du irgendwas eine Lösung finden musst. Also es ist eigentlich das. Die Strukturen sind ja eigentlich grundsätzlich eh überall dieselben. Man tut halt nur die Parameter wenn die austauschen, verschieben. Aber ja, in anderen Berufen, ein kreativer Koch hat ja auch nur einen Erbfen, ein Fleisch. Genau. Wie mischt das? Nicht? Oder genau. Was macht er draus? Ja, was macht er draus? Wie geht man heran an die Entwicklung oder an ein Grundkonzept für ein neues Instrument? Ich habe vor gut einem Jahr einen Hans-Georg Guttonig interviewt. Den hast du ja eine Basstrompeten zum Beispiel gebaut, so eine ganz spezielle, die was jetzt, anders ist, wie ein Wunderhorn zum Beispiel. Ja, ja. Einfach aus dem Kopf raus.
Ja, naja, wir haben halt, ich mache das ganz gern, wenn man sich so, man redet über das, was man machen kann, was halt auch umsetzbar ist, beziehungsweise Designlösungen, und da nehme ich mir halt ein wenig einen Zähl und da wieder ein wenig Zeichner und dann kann man das schon her. Und dann ist halt das Nächste ist natürlich auch das, was ich, wenn man es, dass das zu der Anatomie und so passt, dass so Verhältnisse, muss man dann auch probieren. Ja, es war, ist schon lange her, das mit dem HG, aber es war gerade, es war, war ja doch, im, sagen wir jetzt, ich war ja hauptsächlich in Umgang mit Trompeter, so aus der klassischen Abteilung beschäftigt und der HG ist halt doch, kommt aus einem anderen Genre. Und das ist halt dann erfrischend gewesen und auch das, dass, dass man da auf wie soll ich sagen, eine Drehventil-Trompete für das Orchester muss halt auch ausschauen wie eine Drehventil-Trompete. Das Ganschauen ist ja im Wesentlichen auch nichts anderes, nur es schaut, ist halt anders gewickelt, anders. Und es schaut halt, es wird halt wahrscheinlich kaum wer im Orchester spielen, aber nicht aus klanglichen, sondern aus optischen Gründen. Aus optischen Gründen. Du, das ist halt eher noch der traditionelle Look gefragt. Ja, einfach. Ja. Stichwort Trompeten, ihr seid so bekannt für eure ganze Trompetenserie, egal ob Pumpen oder Drehventil. Hier jetzt neu die 1961er, das Jubiläumsmodell. Wie designt man hier jetzt von Grund auf eine neue Jazz-Trompeten? Das Design, du bist also ja auch mit Schnitt und Bohrung. Das Design hat sich ja, wenn ich jetzt als Referenz hernehme, so eine klassische Bach Stradivarius, die wird jetzt, ich sage jetzt so 80 Jahre so gebaut. Und die Mensuren sind eigentlich nach wie vor gültig. Also es haben sich halt seither sicher die Legierungen und die Prozesse bei der Herstellung verändert, aber der Schnitt ist kaum verändert worden. Und das Wichtigste ist, man braucht praktisch als Instrumentenbauer einen Berater, der was eine Richtung bestimmen bzw. eine Richtung vorgeben kann. Also eine klangliche, weißt du, diese Eigenschaften für ein Instrument wie Widerstand und ist ein enger Schnitt oder ein weiterer Schnitt, das ist dann oft auch wo die Herkunft der Musiker, weißt, das weiß man ja, deutsche Vorstellungen sind anders wie zum Beispiel englische. Und wo will man am Markt erscheinen? Beziehungsweise was hat man, wie die Berater da, selbst dort gibt es ja auch verschiedenste Charaktere von der Anatomie, von der Ausbildung. Also es ist, das ist, wird nie möglich sein, dass man mit einem Instrument alle Geschmäcker bedienen kann. Ja, das stelle ich mir nämlich so schwer vor bei der Entwicklung, oder wenn dann jetzt ein paar Prototypen fertig sind, da kommt jetzt ein Gabor Dacköbi daher, oder Thomas Gansch, und du hast jetzt was Neues gemacht und der sagt, hey, das ist cool, aber Widerstand mehr oder weniger oder Klang, Hölle, Dünkler oder Intonation vielleicht tut, dass noch irgendwas zum nicht optimal ist. Das ist, glaube ich, das super Schwierige, dass mit solchen Infos du dann weißt, was du machen musst, damit du das korrigierst oder in eine andere Richtung machst. Also aus meiner Sicht... Weil da sagt er ja keiner, mach die Bohrung um 0,2 mm größer. Nicht so, sondern da geht es viel mehr darum. Also ich versuche, wenn ich mit Musik zu tun habe, meine Fragen so zu stellen, dass man es mit Ja oder Nein beantworten kann. Weil das mit so subtilen Erklärungen habe ich mir immer schwer da und tue ich mir auch nach wie vor schwer. Ich habe... das letzte mit einem Trompeter aus Frankreich angefangen, an Instrumente zum Arbeiten, und der kommt aus einer ganz einer anderen Welt, also so
wie man ein Instrument, oder wie es er spielen will, das Instrument und so. Es war momentan halt vergleichend zu den anderen Berater, wenn ich es so nenne, ganz anders. Und ich habe mir das schwer vorstellen können, weil die anderen sind ja alle, es gibt halt viele, die wollen halt alle einen Platz haben und das halt selber mehr mit der Lippen formen und es ist halt, andere wollen halt dann wieder gar keinen Platz haben. Da muss das Instrument einfach so auf Schiene sein und sie voll spielen einrosten, einfach rein, genau. Voll einrosten. Ja. Und ja, es ist, wie gesagt, an diesen Modellen arbeite ich gerade und mal schauen, was rauskommt. Aber das ist jetzt der beim letzten Besuch in Gabor ein wenig anblasen lassen und habe ich mir gesagt, schau her, in die Richtung vielleicht, hat er gesagt, ja, da kommt, das kann er sich vorstellen, da wenn man mit sowas arbeiten kann. Mhm. Das letzte, die, gestern, vorgestern war der Kernstock Thomas da, Matthias, und der Thomas bist du. Nicht? Und ja, der hat auch es ist nicht zehn, weil der hat halt das auch gern, dass er halt einen Platz hat. Ne? Mhm. Es ist nicht zehn, so wie er hat gesagt, das kann er sich vorstellen, dass man sowas spielen kann. Mhm. Und, ich kann im Vorfeld noch keine Idee haben, was ich auch eigentlich nie will, dass ich vorher schon weiß, was ich mache. Mhm. Weil da, das ist ja nichts. Nicht? Also ich muss ja. Klar. Ne? Brauchst einen Input? Ich brauche einen Input und solange ich einen Input nicht habe, will ich auch nicht nachdenken, weil es eigentlich Zeitverschwendung ist. Zeitverschwendung, ne? genau. Im Durchschnitt von der Idee, von einem Konzept zu einem, so reden wir jetzt von den Trompeten, bleiben wir bei den Trompeten, ein neues Konzept, eine neue Idee, bis zur Umsetzung, bis zum Feintuning dann mit oder durch die Musiker. Wie lange dauert so ein Prozess? Das sind schon Jahre, gell? Jein. Also jetzt schon her, es ist ja eine Basisstruktur da. Mhm. Und auf der kann man sich ja jetzt dann dort das wieder anholen. Schneller, ne? Das ist eigentlich. Und es gibt. Ja, das ist einfach, da geht es dann schon viel darum, möglichst schnell das richtige Werkzeug zu finden. Möglichst schnell einen Mundrohr zu machen, dass der Musiker ja, eine Stunde später das auch schon probieren kann. Ne? Mhm. Wenn ich als erstes ein Werkzeug machen müsste, was eben vor 20 Jahren auch so war, dann ist das irgendwie schwierig. Ne? Mhm. Aber so jetzt, dass es schon so viel gibt und ich kenne die Werkzeuge alle von der Charakteristik, was da brauche ich nicht irgendwie messen gehen oder so, da weiß ich, wo ich schauen muss. Ne? Und da geht das schon recht flott eigentlich. Nicht? Also, Zeit ist halt oft, wenn du jetzt einen Ventilstock brauchst, ja, der muss gemacht werden. Die Leute, die den Ventilstock machen, haben was anderes als tun. Mhm. Also es ist eher dort eigentlich das, wo Zeit vergeht. Mhm. Aber an sich, also wenn ich da nochmal auf das 61er Modell zurückkomme, das waren ein paar. Jack Bird eigentlich war das, der hat mir das erklärt, was halt so wichtig ist, dass eine B- und eine C-Trompeten auf der Pyrenee maximal gleich klingen und auch vom Spielgefühl und so, ja. Und es war halt eben mit den sogenannten deutschen Berater, die habe ich nur dunkel, brat, so, weiß ich so. Das ist ja eigentlich, ja, da kannst du vielleicht am deutschen Markt ein wenig was machen, ja. Aber am internationalen bleibst du über. Ne? Und eigentlich ist dann eigentlich relativ flott gegangen und dann habe ich da einen guten Freund da aus Norwegen, Hans-Peter, der hat das passende, wir sollen sagen, der ist so vom Bläsertyp ein bisschen so der Mainstream, weißt du, in der Mitte. Mhm. Das ist mit seiner Vorstellung, wie man die Instrumente dann vom Widerstand und so einstellt, das trifft einen Bladenmarkt. Ja. Und eigentlich geht es vielmehr um das, wenn man, es gibt immer wieder so herausragende Musiker, die was aber von einer Art zu spielen recht speziell sind. Und genau. Das ist dann der Markt. Das gefällt sehr klein, gut, aber sehr viele andere nicht. Eben. Da funktioniert es einfach nicht. Ja, und wir sind ja doch einige
Leute, die da arbeiten, und muss ja auch, wie soll ich sagen, primär geht es ja um einen Broterwerb. Mhm. Da, wenn es eine Freude macht, ist schön, aber eigentlich der Grund, wieso das wir alle arbeiten, ist hauptsächlich, dass wir dass wir im Winter warm haben und dass wir Essen haben. Ne? Ja. Was mich brutal interessiert, du hast vorher gesagt, okay, da kommt jetzt der Gabor zum Beispiel her und sagt jetzt vom Widerstand was, oder der Matthias. Und du weißt jetzt schon, was du machen musst und machst da schnell was, hast da was zurechtgelegt, schnell für Mundrohre zu machen, damit du da flexibel bist. Das machst du dann alles mit der Hand, so wie es zum Beispiel auch mein Posaunenmundrohr mit der Hand kommt. Ja, nicht für alle. Und wenn dann aber das in die Produktion geht, dann müsst ihr eine Methode haben, dass du einfach mehrere und schneller machen kannst. Weil ja. Wie schwer ist es dann so ein Handgemachtes, was jetzt ein Unikat ist, was du jetzt zwei, drei gemacht hast und die probierst aus, und das Beste, das gefällt halt die meisten, dass du das dann übertragst in eine Serienproduktion. Da geht's das dann, kann ich mir wirklich schwer vorstellen. Da geht es dann eigentlich hauptsächlich um einen Werkzeugbau, dass man die einzelnen Teile möglichst maßhaltig und rational herstellen kann. Und das ist halt... Und super vermessen, extrem genau vermessen natürlich. Ja, aber das ist in der heutigen Zeit auch mit die Mitteln, was da zur Verfügung stehen, so eben im CNC-Bereich und entsprechende Planung dahinter, ist das eher alles relativ einfach. Wenn du natürlich keinen Zugang hast zu so Möglichkeiten, beziehungsweise jetzt mal irgendeine Fremdfirma oder so anreden musst, quasi, ja, und dann wird das haben so, die eine Zeit, und ja, das ist halt so, dann ist das alles natürlich weit schwieriger. Thema Posaunen. Ihr seid ja, oder ihr wart auch vor Jahrzehnten, das war zu meiner Studienzeit Ende 90er, wie ich angefangen habe, die allerersten, wo man dann Posaunen zum Kaufen gekriegt hat, mit Stimmzug im Zug, wo die Bell Section durchgehend baut ist, durchgehend konisch, im Zug durch das Stimmen. Wie ist es zu der Idee gekommen? Man hat ja das bis dato nur für die ganz alten Kon-Posaunen gekannt. Ja. Das ist USA entwickelt worden, und ich war nie der große... Ich habe nie die große Leidenschaft zu Posaunen gehabt. Der Geiswinkler Ottmar hat halt da quasi Druck gemacht in die Richtung, und es hat halt dann, haben wir halt so Instrumente gebaut. Es ist aber so für einen Marktanteil, ist die trotzdem klein. Ach doch, okay. Ja, der ich würde sagen, also es ist sicher nur eine Schätzung, aber ich schätze schon, dass die für die Instrumente, was gemacht werden, 90% ganz konventionell gebaut werden. Am Korpus die kleinen Stimmen und... Wie die Opus vom Gerhard zum Beispiel. Ja, ja. Also, und bei diesem, vom Gerhard das Motor und so, da ist es halt auch viel, und es geht mir, also ich mache halt schon gerne auch mein Design, dass das irgendwie ein bisschen, wenn man es sieht auf der Bühne, eine gewisse Präsenz hat. Also das ist das, wenn es der sagt man jetzt, der Musiker, der Berater zulässt, dass es ein wenig anders ausschaut, dann wehre ich mich nicht. Ja, Sie haben schon ein Erscheinungsbild für euch ein Instrument, wenn du jetzt an die Kissbone denkst, an die Opus F vom Lito Fontana, die Posaune, nur durch die Wicklung. Kennst du das? Wenn du dich einmal damit befasst hast oder im Webshop durchgeschaut hast, was gibt es alles, das kennt man. Oder ein Leonhard sein Wunderhorn. Das ist einfach, egal ob es jetzt vertikal oder horizontal ist, das schaut nicht aus wie ein Produkt oder ein Instrument von einem anderen Hersteller. Das weiß man, das ist ein Schagerl. Das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal für euch. Das, ja, das wie gesagt, das ist halt bei der, dass ich wieder auf das 1961, das ist ganz klassische Zeitstützen. Das ist halt einfach so quasi auch vom, nicht nur von der Charakteristik, sondern auch vom Design her so angelegt, dass das im Prinzip einer klassischen Bauform entspricht. Und das ist ein Design, das was mir eigentlich halbwegs gefallen hat. Die klassische Z-Stütze, die
ja, also, wie soll ich sagen, ein paar andere Instrumente hat schon oft einmal ich für meinen Geschmack halt gedacht, naja, mir gefällt es nicht. Mhm. Und da habe ich halt versucht, dann da vielleicht ein bisschen andere Vorschläge zu machen und so. Und so hat sich das auch ein bisschen, habe ich halt da auch einen kleinen Einfluss genommen auf die, wie die Instrumente. Ein paar Kleinigkeiten sind es, aber es war mir halt wichtiger. Und, oder wir sollen sagen, es ist ja, es sollte ein bisschen eine Freude auch machen, das Ganze. Und, und da ist es halt für mich das Design wesentlich dazu. Ja. Na sicher, wenn man es anschaut und das schaut auch was gleich und das ist individuell, ja, dann ja. Grundsätzlich muss funktionieren, das Instrument klar, muss gehen, weil das ist ja eigentlich die Hauptentscheidung, Kaufentscheidung. Da fällt mir jetzt ein, zum Beispiel so ein Designer-Instrument, die Roman Empire, das ist so ein Pianetrompetner. Und da hat halt der Roman ihn gemeint, so, wie so Roman und so, naja, Roman, römisch. Ja, Roman, römisches Reich, Roman Empire. Und da habe ich halt versucht, so für die, was halt die Stützen angeht und so, versucht ein bisschen diese römischen Säulen, Architekturen, ja, ein wenig ähnlich zu arbeiten. Das. Ja, coole Idee. Ganz was anderes. Was macht der Robert Schagerl, wenn er nicht Instrumente entwickeln dort und herum experimentieren in der Werkstatt? Ich weiß, du bist ein Naturfreund, bist gern draußen. Was sind deine Hobbys außerhalb vom Beruf? Ja, so ein Jahr mal so eine Woche durchgehen, so Sachen. Aber ich marschiere jeden Tag so quasi als Ausgleich, sodass man loslassen kann. Und dann habe ich zwei Enkelkinder, die machen mir eine Riesenfreude. Ja, und die letzten Jahre bei meinem Sohn, Schwiegertochter, haben wir ein Haus gebaut. War auch ein Riesenprojekt. Und ja, jetzt meine Tochter tut jetzt ein Haus bauen, deswegen mache ich einer jetzt im Frühling einen Pizzaofen. Und das heißt, du hast auch gern kochen? Ja, ja. Also, das, wie soll ich sagen, am meisten investiert habe ich halt bis jetzt in die Pizza. Also meinen Pizzaofen, den kennen schon einige. Da hinten steht er. Ja. Ja. Und letztes Jahr habe ich mir diese Freiluftküche dazu gebaut. Und ja, habe ich letztes Jahr aus halber Europa schon Gäste gehabt. Nicht? Ja, super. Und ja, aber ich, wie gesagt, koche. Es ist halt alles dann eher so was, was für die Pension dann, wo ich mir mehr Zeit für so Sachen nehmen will, auch so ein bisschen Lebensmittel selber herstellen etc. etc. Im Hof ist genug Platz? Ja, ich habe also, zum Glück ein wenig Platz da. Und die Fichten sollen eher in den nächsten Jahren wegkommen. Dass ich mehr Sohn habe. Ne? Ja, dann ist noch mehr Platz. Und, ja. Und ja, ich interessiere mich für einiges andere auch. Ja. Du hast vorher gesagt, gehen. Eine Woche gehen. Du hast so, so richtig Wandern, Touren machen. Also zum Beispiel vom Bernstein Trail fällt mir, also den bin ich gegangen von da Hennburg, also eigentlich von Petronell Canuntum bis Grado fällt mir nur mal die Strecken zwischen Laibach und bis Lohr, Marburg, Maribor, Ljubljana, da fällt mir noch ein Stück, sonst bin ich das schon. Das sind wie viele Kilometer? Ach, das weiß ich nicht. Aber es ist ja wilde Strecken. Wow. Ja, ich weiß nicht, 400 Kilometer, 500. Ich komme es nur schnell. Nein, aber sowas ist für mich, das ist mir nicht wichtig, wie weit das ist, sondern was begegnet mir auf der Strecke, welche Leute lerne ich kennen. Und der Weg ist das Ziel. Ja, da war ich letztes Jahr etwa in Burgenland. Das war, da ist, ich habe schon wieder vergessen, wie der Ort geheißen hat, du kennst das vielleicht, das war eine Dörfe, da war so ein Ort, wie sagt man, Gemeindezentrum, da war ein wenig so ein Lebensmittelgeschäft drin und sehe ich da heraus, eine Dörfe, wer da schon alle gespielt hat. Mega Bands, die was ich irgendwie so vom Radio kennt habe und so, das ist da ganz an der Grenze zu Ungarn. Und es ist ein Festival, wo tausende Leute sind.
Na, du meinst Bild ein, das Picture On Festival. Kann sein, dass ich habe gesagt, oder was ich auch. Das ist eher dieses Rockmusik. Ja, genau. Aber das ist, ich habe noch nie davon gehört gehabt, und kommt da in einen Ort und die waren. Ja. Referenzlisten. Ja, oder das ist das Gemeindezentrum, genau. Oder eine große Begegnung, das war auf einem anderen Rohrs da unten, das Kuga. Das ist in Groß-Wadersdorf. Ja, ich gehe mir da hin, im Oktober, kalt war es, die Sonne hat geschehen, und war da so ein Fenster offen und hat einer rausgeschaut und so, und ich bin zugegangen, ja, da Brudan, ja, da Brudan. Und aha, und dann haben sie mir halt erzählt, das ist da der, da spielen, da ist so ein Veranstaltungszentrum. Ja, genau. Und die 1,5 Stunden, wo ich da gesessen bin und ein paar Bier getrunken habe, war eine top Zeit. Also, ja, Kuga ist ja auch bekannt für so Kulturveranstaltungen in ein bisschen kleineren Rahmen. Blechhaufen spielt ja dort mehrmals im Jahr, weil die sind ja gleich von der Nachbarschaft, quasi vom Lenkenmarkt. Ja, dort ist immer was. Das waren 10, 15 Kilometer, glaube ich, vom Lenkenmarkt. Ja, so in der Größenordnung. Ne? Mhm. Ah, genau, da war vorher noch wo der List her ist. In Reiding. Reiding, genau. Haben sie auch ein Murzkulturzentrum, habe ich auch noch nie gehört gehabt. Also, was man auf so einem Fußweg quasi, wenn man die Zeit hat, wenn man mit dem Auto vorbeifährt, kriegt man nichts mit. Nein, das ist zu Fuß ganz anders. Man lernt Leute kennen, man erfährt was über die Gegend, man sieht, wo es wächst auf die Felder, wie schauen die Wälder aus. Es ist einfach eine ganz andere Liga. Das wenn man auch dafür hat, wenn man sich interessiert. Ja, das natürlich, das ist mir schon klar. Aber ich kann da drin eine Qualität für mich finden und darum mache ich das gerne. Ja. Ich kann mich erinnern, 2014 war das, bin ich Maria Zöll mitgegangen von uns vom Südpol. Ah, das ist ein schönes Dritten. Ja, es war nicht so tragisch, aber nur den Weg selber, was man dann durch den Wald und die Felder und ein bisschen in die Bergaufe. Ich glaube, ich kann mich auf jeden Millimeter erinnern, weil du das einfach komplett anders wahrnimmst. Ja. Das ist so, wie du sagst, ich bin auch ein Waldgeher. Wie schaut da der Wald aus, wie ist die Natur und ganz anderer Blickwinkel. Ich habe sie da mega große Wälder, speziell davon genommen. So weiter Horizont war nur Wald, Hartholzwald. Ja. Geile Ding. Aber auch die steirische Seite drüben ist auch extrem viel. Ja, aber das, wie gesagt, ist ja eigentlich egal, wo die Grenze ist. Es ist ein Wald und das ist zum Glück jetzt ohne Zäune und frei begehbar. Und, Was steht für die Zukunft an? Zukünftige Projekte in der Firma, daheim? Ich meine, du hast gesagt, du willst das mit dem Kochen noch. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt 58 und möchte schon noch dies und jenes noch angehen in meinem Leben. Und da will ich mich nicht zu viel auslernen, weil sonst gibt es ja Erwartungshaltung. Aber es tut sich da oben etwas. Ne? Den Anhörndl musst du noch bauen. Ach weh. Eigentlich mache ich den Podcast nur deswegen, damit ich dir das jetzt sage. Ja, aber das Problem ist ja das. Zum einen, wir haben viel zu viel Arbeit. Mhm. Zum anderen, es ist kaum ein Platz. Mhm. Und das Projekt ist so riesig, den Ohren. Also, wir sind ja auch für unsere Werkzeuge etc., für unsere Möglichkeiten aufs hohe Blech alles eingestellt. Und wenn man zum Rudolf Mendel oder so kommt, das sind halt Betriebe, da siehst du sofort, das ist eine andere Liga. Die Pressen und das, wie das alles groß ist. Und das ist also aber zum Beispiel auch vor vielen Jahren, muss man jetzt auch schon sagen, wie ich das Wundermann gebaut habe mit Leonhard. Er hat mir gesagt, er hat diese alte Bass-Trompeten gehabt, die ihm vom Sound so taugt hat, und ich habe halt so quasi eine neue Version davon gemacht, an ihren anpasst. Aber da ist ja, wenn man das Wunderhorn anschaut, jedes Teil neu designt und entwickelt. Dann ist ja der Nahhandel jetzt auch nicht viel schwerer, oder? Vom Ventilstock bauen, so geht sich das noch aus, weil unsere größere Drehbank hat eine 45er Spindel. Mhm. Das heißt, ich kann 16er Mensur oder sowas konnten wir da ja nicht mehr machen. Ne? Mhm. Mhm. Also ist das von daher schon ein Limit und das, was dann Korpusbau und das angeht, ist ja auch die Verformung und alles dann so viel schwieriger, wenn die Rohrdurchmesser, also das wird ja heutzutage alles noch mehr mit hydraulischen Prozessen verformt und wie gesagt, das ist, da brauchst du irrsinnige Maschinen etc. dahinter. Es ist
Also reizvoll ist sicher ein Piccolo-Trompeten bauen. Die hat man so in der Hand. Ja. Und das ist halt, weißt du, das ist, da geht nichts schwarz um Bieren oder das ist halt angenehmer. Zum Polieren ist viel weniger Arbeit. Du musst dir aber vorstellen, für die Menschen, die so ein Instrument polieren, die in Richtung Hälfte von der Arbeit bei einem blechblasen Instrument ist Schleifen und Polieren. Mhm. Und jetzt, da steht einmal vor, ein Tuba. Ja. Also, und dann vom Rücken her, von einer Poliermaschine steht, die Leute, die sowas machen, die können die das nicht einmal lang machen, weil sie dann physisch Schamänen sind. Mhm. Thema Streuung, das wollte ich dir auch schon immer fragen. Wenn du jetzt sagst, vor Piccolo-Trompeten oder Bass-Trompeten, wie schwer ist es oder wie ist es, dass man, okay, man kann jetzt ein gutes Instrument bauen, man baut jetzt ein super Piccolo-Trompeten. Ist es schwer, das gleich gute, super Instrument noch 10-mal zu bauen oder hat man einfach im Prozess aus Gründen, die man jetzt vielleicht gar nicht erklären kann, die man jetzt nicht abmessen kann, dass jetzt einfach 8 ist super sind, 1 ist okay und 1 ist dabei, wo alle Leute sagen oder alle was probieren, ja, der ist nicht so cool. Ja, das liegt aus meiner Sicht hauptsächlich an der Handarbeit. Ist das dann im letzten Prozess? Weil die Handarbeit halt ist kein Zufallsinstrument entstehen, was außergewöhnlich gut ist. Mhm. Und es kann aber auch sein, dass 3 davon von so einem 10er-Block kaum spielbar sind. Mhm. Also ist das mit Polieren dann mit der Enden? Da geht es viel um die Verformung und, okay. Und was ja dieses Hämmern, was es wird halt, es ist halt. Jetzt hört man zum Glück nicht mehr recht viel davon, aber früher, da hat es halt immer wieder Instrumente gegeben, die was gut gelungen haben. Mhm. Oft eine mittelmäßige Stimmung und ja, und dann eine Mutstreuung in einer Serie. Mhm. Und durch so Prozesse, wie es halt wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren so machen, sind die Stimmungsschwankungen, die Streuungen in einer Serie oder was sehr, sehr, sehr gering schon geworden. Mhm. Und das ist halt es ist egal, wie andere Betriebe das machen oder wir machen es halt so und ja. Man muss halt auch immer, man sollte nicht in der Vergangenheit um und um tun, man muss ja in die Zukunft schauen, wie so Veränderungen, wie wir vorher geredet haben, durch nicht nur Klimawandel, auch durch toxische Stoffe, wo es halt auch zum Glück immer weniger jetzt da vorkommen in der ganzen Metallindustrie. Nein, ich kann mich nur erinnern, in Los Angeles einmal haben wir so 2 Tage so Video-Recording gemacht, Workshop mit Jay Friedman. Der Noah, mein guter Freund drüben im Studio. Und der Jay hat uns dann erzählt, er hat eine alte Bach-Posaune gekauft, 42er Mount Vernon, und der Becher, das ist so fantastisch, und jeder, was drauf spielt, das klingt einfach so super. Und das geht so laut und das geht auch so leise, klingt so schön. Ja. Dann hat er den mitgebracht und dann haben sie es dann in der Werkstatt einmal so rundum das Ganze vermessen. Das war ein Montagsinstrument. Der hat gehabt, außen beim Becherrand auf unseren Seiten 0,25, auf der anderen Seite 0,5. Und Stängel zurück war von 0,3 bis 0,7 alles dabei. Mhm. Und das ist erstens wieder gemacht wird und dann auch, vielleicht war das vom Polieren her geschlampert. Ja, wie gesagt, also das waren wilde Variationen. Ursachen, ja. Keine Ahnung, aber ja. man darf das nie vergessen. Nur als Beispiel, wenn wir bei der Firma bleiben, die haben jetzt, siehst du ja an die Seriennummern, hunderte, tausende Instrumente ja, gekauft. Und wie viel davon nicht gut sein, von denen redet ja keiner. Mhm. Das redet, wird ja immer nur geredet von denen, die herausragend sind. Mhm. Und die herausragenden Instrumente sind halt auch mehr oder weniger zu den herausragenden Musikern gekommen. Mhm. Wie soll ich sagen, der Mist ist halt irgendwo in Kapöner versumpft und irgendwo auf einen Dachboden gelangt. Mhm. Von denen redet keiner. Mhm. Mhm. Und dann ist immer dieses subjektive Gefühl jetzt auch noch, wo sie immer wieder auch erlebt, wenn man in ein Instrument einspielt oder wenn jetzt ein Musikkollektor herkommt, hey, probier das ist so super geil und mir taugt das überhaupt nicht. Und für den ist das aber ja, fantastisch und dann habe ich das gleiche Instrument von der gleichen Marke mit komplett gleichen Spezifikationen und dann bloß in eine andere rein, wo der sagt, das gefällt mir überhaupt nicht, sage ich, nein, das war meine. Das war jetzt meine. Ja. Also dann ist die Definition jetzt ja auch wieder, was ist jetzt gut und schlägt,
sehr, sehr subjektiv. Natürlich, wenn es hinten und vorne nicht stimmt und stopft, ja, oder wie auch immer, ist klar. Ne? Aber die Anatomie vom Musiker, mhm, der Connect, das Mundstück, die Ausbildung, die Schule quasi, mhm, und dann wird der Verstärker das Instrument, ne, mit Funktionstasten. Mhm. Wie gesagt, es gibt halt einfach, ich nenne halt jetzt einfach eine Zahl, es gibt theoretisch 1 Million Kunden, mhm, und wenn du sagst, du schaffst das, dass du jetzt 500.000 davon erreichen kannst, theoretisch, ne, mhm, dann bist du einfach ziemlich im Mainstream. Ja, absolut. Mhm. Wo will ich hin als Instrumentenbauer? Bin ja am Mannbetrieb und habe halt einen super Musiker, der was aber sehr eigen ist. Ja. Mhm. Und dann habe ich noch 5 andere Kunden, kann ich davon auch leben, ja, die was genau dasselbe haben wollen. Ja, aber das ist ja ein hochinteressantes Thema. Alles miteinander. Gibt es noch was, Robert, was wir besprechen sollten? Wir haben Kochen, wir haben Wandern, wir haben Instrumentenbau, wir haben die Firma. Ja, sicher gibt es noch alles Mögliche, aber ob man da jetzt kompetent ist oder, oder was weiß ich. Nein, es ist einfach, weißt du, was daherkommt, kommt daher, mhm, und kann man ja damit tanzen. Ne? Mhm. Nein, ich würde jetzt sagen, das ist eine gute Konklusion. Wir gehen jetzt um in die Firma, wir fangen jetzt an, den Neuhandel zu entwickeln, einfach. Genau, ich trinke mir Joghurt aus. Du trinkst dein Joghurt aus. Und ich bedanke mich ganz herzlich nochmal fürs Mitmachen, hat mich super gefreut. Danke, Thomas. Ich kenne dich ja noch nicht so lange. Oder naja, wie lange kennen Sie wir jetzt? 2 Jahre, 3 Jahre, ja, irgendeine Zahl. Du bist ein netter Mensch und es ist schön mit dir zum Reden. Und ich habe das Burgenland jetzt auch besser kennengelernt. Mhm. Das gefällt mir sehr gut da unten und vielleicht begegnen wir uns ja mal da unten. Ja, da bin ich gefreut, wenn du mal eine Wanderung machst. Ja, ja, ja. Und willst du? Es ist eh viel Platz im Burgenland für mich auch. Ne? Das stimmt. Und eine Frage fällt mir noch ein. Das wäre? Wieso sagen sie zu dir Titel? Dein Spitzname? Ja, wie ich klein war, haben sie zu mir Titel gesagt. Mhm. Wieso auch immer, weiß ich nicht. Und dann ist halt irgendwann einmal die grauslichere Form gekommen. Okay, ja. Aber wie gesagt, ich kenne da in Mank zwei weitere Männer, die was auch Titel heißen, und die haben aber auch einen ganz anderen Vornamen. Mhm. Ich habe mit denen in der Kindheit nichts zu tun gehabt. Also, dürfte ein verbreiteter Spitzname hier sein. Möglicherweise. Super. Danke nochmal, Robert. Auch ein herzliches Dankeschön an meine lieben Hörerinnen und Hörer. Und dann bis demnächst bei einer weiteren Episode von Schiffgoss Music Talk.